Hallihallo meine Freunde, ich habe hier für euch ein Rocket League Gameplay. Und zwar habe ich mir einmal rausgesucht, jetzt wohl der Reset war, der Hard Reset, und ihr versucht wieder zu climben. Ich war irgendwie dieses blaue Stern mit Loch, was auch immer das ist, nochmal für ein Rank. Ich kann mir den Namen immer nicht merken bei den höheren Dingern da. Wenn ihr jetzt climbt über Challenger, Prospect, Elite, was auch immer da kommt, könnt ihr natürlich extrem gute, extrem schlechte Gegner bekommen. Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ihr spielen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, euer Mitspieler ist nicht besonders gut oder ihr verlasst euch nicht auf den, wie auch immer. Genau. Und ja, da gehen wir einfach direkt mal rein. Ich habe dieses Live-Gameplay jetzt im Hintergrund laufen. Und hoffen wir, dass ihr auch was lernen könnt. Ich habe ihn, hat man vielleicht, habt ihr schon im Hintergrund gesehen, ist ja einmal schon daneben gesprungen. Das ist überhaupt nicht schlimm, das kann ja jedem passieren. Aber es werden eben noch so ein paar Sachen passieren hier, weiß ich nicht, was ihr anders machen können. Aber ihr seht immer schon, also ich habe eben so langsam rausbekommen, hab das Gefühl bekommen im Laufe des Gameplays, dass er nicht so sicher ist, also mit den Gegnern nicht mithalten kann so richtig. Weil die Gegner eben auch nicht schlecht waren, das habe ich auch relativ schnell gesehen. Da kommt schon relativ viel zurück, relativ viele Bälle erkennen, bekommen sie, genau. Wie hier auch, der geht zum Glück nicht rein. Aber auf jeden Fall das Gefühl eben, genau. Sobald ihr dieses Gefühl habt, auf jeden Fall, gar nicht lange drum rumreden hier. Fangt ihr an und wollt auf jeden Fall jede Chance natürlich nutzen, die ihr bekommen könnt, aber vor allen Dingen auch defensiv spielen. Ihr habt ja das Positioning dann hoffentlich raus. Genau, sowas wie hier. Könnt ihr einmal das Video kurz anhalten, pausieren und nochmal zurückgehen zu der ursprünglichen Szene. Also ihr habt hier gerade gesehen, er verliert den Ball vorne, oder wir verlieren den Ball vorne, verlieren den Clash. Und dann wollen wir gucken, dass wir, ich lasse nochmal komplett durchlaufen, die ganze Szene. Genau, er verkackt irgendwie sein Aerial da so ein bisschen. Und dann wollen wir eben gucken, dass wir hier den einfach nur slowen, den Ball. Genau, hier fliege ich noch hinterher und versuche den aufs Tor zu kriegen. Hätte ich ein bisschen besser machen können, aber ich will einfach nur den gegen die Bande schießen, direkt drehen und das Ding einfach klären oder für einen Clash halt gehen. Hauptsache, der kann nicht schnell aufs Tor kommen, damit er auch Zeit hat zurückzufahren. Also auf jeden Fall immer sehr schön safe spielen, euer Positioning ausnutzen, wenn ihr es ein bisschen drauf habt. Ich bin natürlich auch nicht locker, nicht lange, nicht perfekt. Aber genau, so welche Dinger, hier ist er auch relativ flach hingeflogen. Da hinten sieht man bei dem Hintergrund, dass er da so ein bisschen Probleme hat, sein Auto wieder zu fangen und so. Also immer, ich habe halt auf jeden Fall gemerkt, dass er eben ein bisschen hinterher hängt. So. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Kann ja, ich habe auch schon gegen welche gespielt, die 100-mal besser waren als ich in diesen Hard Resets. Also, ja. Hier halt auch immer hinterhergegangen, damit die eben keine freie Schussbahn kriegen. Wenn ihr so ein Ding in die Wand spielt, dass ihr auch darauf achtet, dass ihr selber das Ding wieder ausbügelt und nicht irgendwie so einen Pass halt in die Mitte spielt und dann sagt ihr, dein Mate hätte den ja haben müssen. Darauf könnt ihr euch eben nicht verlassen. Ja, also ein Gewurschteltor. Das war ein bisschen glücklich. Achso, weil es euch wundert, der Typ links am Bildschirmrand, seht ihr, der hatte die ganze Zeit das Mikro an und hat ihn also irgendeinen blöden Song da gespielt. Ultra nervig. Naja, was soll's. Genau. Also 1-0 haben wir jetzt. Jetzt ist quasi, jetzt könnte die Italien-Manier ausfahren, ja. Das war zum Beispiel total dämlich von mir. Weil ich da einfach keine Chance hatte, auf den Ball, zum Ball hinzukommen. Haben wir Schwein gehabt, dass sie nicht reingemacht haben. Ja. Auf jeden Fall Italien-Manier, wie schon angesprochen, Mauern. Ja, 0-1, jetzt immer schön natürlich zwar trotzdem Druck aufbauen, damit sie nicht irgendwas free kriegen, aber ihr seht schon, ne? Also der. Er kann dann einfach nicht mithalten. Die Gegner können auch ganz gut fliegen, können ziemlich schnell spielen. Er hatte jetzt so Probleme, auch leichte Aerials oder sowas zu treffen. Aber eben genau, diese Bälle klärt er eben. Das heißt, er ist auf jeden Fall locker gut genug, um hier auch mitspielen zu können. Ich treffe ja auch einige Bälle nicht, ist ja klar. Aber genau, ich wollte halt einfach nur sicher gegen ihn spielen. Das wollte ich auch mal zeigen. Also immer schön Positioning ausnutzen. Nicht zu übertrieben aggressiv spielen, sondern jetzt nicht irgendwie für irgendwelche Blocks oder irgendwie Aerial Clashes gehen, wo ihr eigentlich nur den Ball auch blocken wollt, in irgendeinen Schuss mit Prediction so spielen, das überhaupt nicht. Genau. Hier mal schön wieder zurückfahren, nicht auch mit drauf springen. Wieder gegen die Bande spielen das Teil und blocken bestenfalls. Herr Icy Storms, wie wär's, wenn sie den geblockt hätten, wäre schön gewesen, ne? Also, ist auch schlecht von mir, haben wir ja gesehen. Immer genau diese Double Tap spielen von der Wand weg, damit auch immer schön viel Zeit dabei drauf geht, die gehen ja nicht. Ja, nicht einfach nicht antizipieren können, wohin ihr spielen wollt. Genau. Das war auch wieder ein total dummer Clash, da springe ich irgendwie nur so drauf. Also ich mache auch viele Fehler in dem Spiel, merkt ihr wahrscheinlich selber. Aber
Trotzdem ist die Grundidee richtig und das merkt man im Spiel auch. Der hätte auch mal rübergehen können, hätte vielleicht springen können, wäre ein bisschen höher gegangen, den Ball. Hier auch wieder, ich merke, mein Mate fliegt nicht, dann einfach selber nehmen. Einfach alles, was er kriegen muss, selber nehmen. Immer schön auf achten, ob er natürlich hingeht. Oh, hier ein schöner Fail von mir. Schein gehabt, dass die Gegner die auch nicht getroffen haben. Immer natürlich schön positiv bleiben im Chat und so. Ist immer auch bewertet, was er so macht. Das ist ja auch alles okay. Ist ja jetzt nicht so, es hört sich jetzt ein bisschen so an, als wenn der irgendwie komplett retarded wäre. Ist er natürlich nicht. Aber man will ja natürlich versuchen, ihn auch im Spiel zu halten. Also wenn man das merkt, dass er Probleme hat, dann motiviert man natürlich auch ein bisschen und sowas. Wenn es geht. Ja. Genau, hier natürlich auch da wieder umdrehen. Nicht hinterherfahren. Schön immer ganz ruhig das Ganze angehen. Die auch mal schön Wand hoch. Ein bisschen Zeit rausholen. Dass diese Dribblings sind auch mal gut, solange ihr sie sicher fahren könnt. Das wäre fast ein Pass von ihm gewesen, aber dadurch, dass ich nicht zu weit vorgefahren bin und relativ sicher spiele, können die Gegner ja nichts machen. Durch diese ewigen Wandbälle, ich kann die immer wieder einfach klären. Ich kann die Wand hochspielen, klären, zack. 5 Minuten sind um wie nichts. Kleiner Grafikbug auch noch. Und da kriege ich auch noch direkt eine Liga rauf. Oh, Dubs ist auch noch im Spiel dabei. Wie noch mit Counter-Strike, naja. Und ja, das wäre es auch zu dem Video schon. Also, ich kann jetzt noch mal ein paar Highlights hier einblenden. Und hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch mal genau das Ganze hier reviewen einmal. Hier seht ihr die ganzen Szenen, die meiner Meinung nach das Wichtigste waren und die darauf, wo man darauf achten muss, dass man die drin hat und dass man sich da richtig entscheidet und natürlich auch die falschen Entscheidungen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Art des Gameplays, des Commentaries, und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Alles klar, haut rein.